Ja, ich bin quasi mit Kräutern aufgewachsen und ich habe das alte Wissen von meinen beiden Großmüttern und meinem Vater übernehmen dürfen. Und jetzt freue ich mich natürlich ganz besonders, dass ich meine Begeisterung für all das und meine Erfahrung mit euch teilen kann. Ich möchte euch gerne zeigen, was man mit den wunderbaren Sachen, die man in der Natur findet oder vielleicht sogar im Garten hat, alles machen kann, was auch noch sehr gesund ist. Wir haben einmal Kräuter, hier zum Beispiel Pfefferminz, Salbei, Zitronenmelisse und Rosmarin. Und daraus können wir Tinkturen herstellen, zum Beispiel, die gesundheitsfördernde Wirkung haben. Und eine Teemischung, für die man dann auch noch andere Sachen einsetzen kann, wie zum Beispiel diese Hopfenblüten, der beim Einschlafen hilft. Und für Fortgeschrittene widmen wir uns solchen Themen wie zum Beispiel dem Fire Cider, einem uralten Rezept, mit dem man das Immunsystem stärken kann, den man ganz einfach auch zu Hause ansetzen kann. Und Wasserkefir werden wir machen. Wasserkefir ist eine wunderbare, sehr gesunde Alternative für Sekt und Champagner. Und für alle, die so gerne wie ich im Wald spazieren gehen, machen wir sogar auch noch etwas mit Moos. Ich zeige euch jetzt, wie man ganz einfach eine antivirale Tinktur herstellen kann. Und zwar braucht ihr dafür Thymian, gewaschen und getrocknet, und Rosmarin, frischen, gewaschen und getrocknet. Und ein sterilisiertes Glas. Und was ihr dann macht, ist, dass ihr die grob zerkleinerten Kräuter in das Glas gebt. So kann man die einfach da reinfallen lassen. Wichtig ist natürlich, seine Hände vorher zu waschen. Und dann hat man eine schöne Mischung in diesem Glas. Und was wir dann machen, ist, dass wir diese Kräuter aufgießen mit 40-prozentigem Alkohol, zum Beispiel Wodka. Oder für den, der keinen Alkohol verwenden möchte, könnt ihr auch Apfelessig verwenden. Jetzt übergieße ich die Kräuter mit 40-prozentigem Alkohol, in dem Fall Wodka. Und zwar so lange, bis alle Kräuter vollständig mit Flüssigkeit bedeckt sind. So, dann verschließt man das Glas mit einem Deckel. Es bleibt 4 Wochen stehen und wird jeden Tag geschüttelt. Aber das ist noch nicht die ganze Geschichte. Da gibt es noch viele wichtige Informationen dazu. Wenn ihr mehr erfahren wollt über Kräuter, über Tinkturen, Fire Cider, Wasserkefir und andere gesunde Dinge aus der Natur, dann freue ich mich, wenn ihr mein Buch Wilde Feuerkräuter, was am 1. September im Katmos Verlag erscheint, lesen und durcharbeiten werdet.